Einen wunderschönen guten Morgen. Ich lese EU erleicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage aus dem Ewald von Kleist Verlag. Das ist dieses Buch. Und ich bin angekommen bei Lektion 21, die Einstellung der selbstständigen Tätigkeit, Teil Besonderheiten der EUA, Fall 107, die Betriebsaufgabe. Ihr Schulfreund ist begeistert. Zwei kleine Fragen hätte er jedoch noch. Erstens, er versteht nicht ganz, wie bei einer Ich glaube, die habe ich schon beantwortet. Und es geht deshalb weiter mit Lektion 22, die betriebswirtschaftliche Auswertung. Das ist der Teil Analyse und Ausblick. Fünftens, Lektion 22, die betriebswirtschaftliche Auswertung. BWA, Fall 108. Was ist eine BWA? Ein gemeinsamer Freund von Ihnen und Ihrem alten Schulfreund F entschloss sich, ist fürs Finanzamt. Ein gemeinsamer Freund von Ihnen und Ihrem alten Schulfreund F entschloss sich ebenfalls mit einem eBay-Shop selbstständig zu machen und möchte gerne, dass Sie für ihn die Buchhaltung übernehmen. Er bittet Sie, ihm kurz den in bekannten Kreisen gängigen Begriff BWA zu erläutern. Ja, wie gesagt, es sind Schulungsunterlagen fürs Finanzamt. Die BWA ist die Abkürzung für betriebswirtschaftliche Auswertung. Die betriebswirtschaftliche Auswertung ist gängiger Bestandteil der Finanzbuchhaltungsauswertungen, wenn die Buchhaltung durch ein Steuerbüro erstellt wird. Die betriebswirtschaftliche Auswertung weist den unterjährigen Gewinn an einem bestimmten Stichtag aus, zum Beispiel 30.04.01. Sie ist eine wichtige Hilfe bei der Planung und der Analyse für das Unternehmen. Deshalb ist Folgendes zu beachten: Die betriebswirtschaftliche Auswertung kann immer nur so gut sein wie die Finanzbuchhaltung. Zum Beispiel sollten auch bei einem Einnahmeüberschussrechner die Abschreibungen für das Anlagevermögen unterjährig, in Klammern monatlich, gebucht werden. Das gleiche gilt für die private Nutzung des PKWs sowie eventueller Warenentnahmen. Es existieren die unterschiedlichsten betriebswirtschaftlichen Auswertungen. So gibt es bereits spezielle Branchenauswertungen, in Klammern zum Beispiel für Ärzte, Klammern zu. Außerdem wäre es für einen Unternehmer, der die EUR anwendet, wenig hilfreich, wenn er die klassische kurzfristige Erfolgsrechnung erhält, weil diese auf die bilanzierende Buchhaltung abgestellt ist. Zum Beispiel werden die Umsatzsteuer und die Vorsteuer nicht mit ausgewiesen. Bei einem Einnahmeüberschussrechner handelt es sich jedoch um Betriebseinnahmen-Ausgaben. Besteht das Unternehmen bereits länger, sollte immer eine Auswertung mit Vorjahresvergleich gewählt werden. So kann das aktuelle Ergebnis schnell mit dem vergangenen Jahr abgeglichen und bei größeren Abweichungen Ursachenforschung betrieben werden. Es geht dann weiter mit Fall 109, der Aufbau einer BWA. Tschüss.